Ja, auch eine schwere Polyneuropathie der Beine ist einer Behandlung zugänglich grundsätzlich. Es hängt zum einen von der Ursache ab. Es gibt Polyneuropathie-Ursachen, die sich durch bestimmte Medikamente gut beeinflussen lassen. Besonders gut beeinflussen lässt sich eine Schmerzsymptomatik, ein schmerzhaftes Brennen der Beine durch bestimmte Medikamente, was auch sehr gut im Niederklassenbereich behandelt werden kann. Lähmungserscheinungen der Beine sind hingegen schwer zu behandeln. Auch hier gibt es möglicherweise Therapieansätze, wie zum Beispiel Immunglobuline in bestimmten Formen. Aber da spielt auch Krankengymnastik eine ganz wesentliche Rolle, eine Versorgung mit Hilfsmitteln wie Orthesen beispielsweise. Insofern ist auch eine schwere Ausprägung einer Polyneuropathie durchaus eine Therapie zugänglich. Nun, eine Polyneuropathie kann tatsächlich auch die vegetativen Fasern betreffen, die den Magen-Darm-Trakt innervieren, oder auch das Herz. Und das äußert sich zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, dass die Patienten ein vorzeitiges Völlegefühl haben, Übelkeit, leichtes Aufstoßen, Darmunregelmäßigkeiten. Das kann man zum Beispiel durch die Einnahme kleinerer Mahlzeiten beeinflussen, dann dafür lieber etwas häufiger essen. Es gibt auch medikamentöse Ansätze, um die Magen-Darm-Beweglichkeit zu verbessern, wenn eine Verstopfung im Vordergrund steht. Auch hier gibt es medikamentöse Möglichkeiten, um Abhilfe zu schaffen. Wenn das Herz betroffen sind, gilt es auf Herzrhythmusstörungen zu achten. Hier ist dann auch eine kardiologische Mitbehandlung notwendig. Eine umschriebene Schädigung eines peripheren Nervens setzt einen Regenerationsimpuls frei. Und das bedeutet, dass der Nerv auch wieder auswachsen kann, nämlich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 bis 2 mm pro Tag. Also wenn die Schädigung zum Beispiel im Bereich der Nervenwurzeln lokalisiert ist, zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall, dann kann das bis zu einem Jahr dauern, bis dann auch wieder die Gefühlsstörung, die entstanden ist, oder auch Lähmungserscheinungen sich wieder erholt haben.